Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Buchholz, der Antrag redet nicht davon, die Innenstadt von Berlin mit Windrädern zuzupflastern. Ich lese mal vor. Der Senat wird aufgefordert, für die Nutzung von Windenergie in Frage kommenden Flächen der Berliner Stadtgüter zu benennen, zu konkretisieren, wie viele Windenergieanlagen dort errichtet werden sollen und dem Abgeordnetenhaus hierfür ein Finanzierungskonzept vorzulegen. Die Berliner Stadtgüter haben Grundstücke in Brandenburg. Sie haben hier den Antrag abgelehnt. Das ist der zentrale, das ist der erste Absatz. Wenn Sie da dabei sind, können wir sofort uns darauf einigen, den Rest zu streichen. Und beim zweiten geht es darum, die wenigen Flächen, im zweiten Teil geht es darum, die wenigen Flächen auszuweisen, die es in Berlin gibt. Da können wir gerne darauf verzichten. Wenn wir uns darauf einigen können, den ersten Teil hier gemeinsam zu verabschieden, sind wir sofort dabei. Und ich denke, da kann ich auch für die anderen Oppositionsfraktionen sprechen. Ja, das Problem ist, dass in dem Ausschuss etwas seltsam beraten wird. Der zweite Antrag, den wir hier zur Debatte stellen, ist ja der zum Thema Solarenergie auf öffentlichen Dächern. Da haben wir das Problem, dass durch Änderungen im EEG der Neubau von Solaranlagen auf öffentlichen Dächern so lange recht unattraktiv ist, solange der Senat nicht einen Anteil davon zum Eigenverbrauch abnimmt, wie das andere Kommunen längst machen. Da hat der Senat gesagt, ja, die Senatsverwaltung im Ausschuss, ja, das sei ein wichtiges Thema und die Finanzverwaltung sei zuständig. Und wenn man da quasi hat uns nahegelegt, soweit das wettbewerbsrechtlich möglich ist, sollte man das machen. Dann haben wir den entsprechenden Änderungsantrag gestellt und die Koalitionsfraktionen haben, obwohl sie vorher noch dafür waren, dann auch dagegen gestimmt. Das ist die Frage, dass man, also ich finde es wirklich nötig, dass die Koalitionsfraktionen sich die Mühe machen, Anträge der Opposition zumindest so ernst zu nehmen, dass sie sich damit auseinandersetzen und wenigstens mal ein Gegenargument liefern, bevor sie ablehnen. Das ist das Mindeste, was wir erwarten können, und das haben sie hier wieder nicht gemacht. Bei dem Energiepakt für Berlin finden wir, dass die neue Erstellung von Konzepten nicht die Priorität sein sollte. Wir haben genug Großkonzepte. Die Priorität muss jetzt mal auf den Maßnahmen liegen. Deshalb, weil das nicht unsere Priorität ist, enthalten wir uns da. Und einen ganz wichtigen Antrag hat die Fraktion der Linken noch eingebracht, bei der Übernahme des Berliner Stromnetzes Rechte der Arbeitnehmerinnen sichern. Dazu hat bei der Einbringung Herr Carstens gesagt, ja, das sei durchaus ein relevantes Thema und das müsste man an den Hauptausschuss überweisen und dort noch einmal auf den Grundgehalt prüfen, was da drin steckt. Ich kann Ihnen sagen, wie sehr das die Koalition geprüft hat. Sie hat sich im Hauptausschuss dazu überhaupt nicht zu Wort gemeldet. Der Senat hat dazu nichts gesagt. Das ist die Art von Prüfung, Herr Carstens, für die Sie hier plädiert haben, oder wie? Ich verstehe nicht, wie die SPD hier Arbeitnehmerfragen in diesem Ausmaß ignorieren kann. In dieses Beispiel passt, dass heute eine Betriebsversammlung der GASAG stattgefunden hat. Da waren alle Fraktionen eingeladen. Alle Fraktionen. Wer war nicht da? Die SPD. Und da können Sie ein Bürgerbüro einige Monate betreiben, bis Sie so viele Menschen erreichen wie dort auf dieser Veranstaltung. Bürgernähe heißt nicht nur, dass die Leute zu einem hinkommen können, sondern auch, dass man hingeht, wenn man eingeladen wird. Das gehört nämlich dazu und das erwartet man von einer Regierungspartei, dass sie da hingeht. Und dass sie da mal deutlich macht, warum sie ein Konzessionsvergabeverfahren betreibt, dass die GASAG, das Berliner Unternehmen GASAG, systematisch benachteiligt. Das müssen Sie den Menschen erklären wenigstens. Aber dazu haben Sie nicht den Mut. Und das finde ich echt empörend. Die Koalitionsfraktionen haben überhaupt nicht beschlossen, dass sich das Land an der GASAG beteiligen soll. Das ist in ihrem komischen Herbst der Entscheidungen überhaupt nicht Beschlusslage gewesen, sondern es ging nur darum, der Konzessionsvertrag soll auf 10 Jahre befristet werden und nicht die üblichen 20 Jahre haben, damit man in Ruhe Zeit hat, diese Frage zu prüfen, ob das sinnvoll ist, das in eine große Berliner Netzgesellschaft mit reinzunehmen oder Ähnliches. Das war ein gar nicht so blöder Überlegung der Koalitionsfraktion. Aber was hat der Senat gemacht? Der Senat hat trotzdem ohne jeden politischen Auftrag
beschlossen, dass er sich auch am Gasnetz beteiligen will, und zwar zu 51%. Hat der Senat vorher geprüft, ob das für das Land Berlin eine gute Idee ist? Hat er vorher geprüft, ob das Gasnetz langfristig eine sichere Anlage ist? Hat er geprüft, wo die Risiken liegen für die Steuerzahler hier in Berlin, wenn man sich da beteiligt, wenn, wie viele Experten sagen, die Gasnetze langsam zurückgebaut werden? Nein, das hat der Senat nicht geprüft. Ohne jede Prüfung wirtschaftlicher Risiken hat er diese Entscheidung getroffen, ohne jeden politischen Auftrag durch das Parlament. Und das gefährdet den Fortbestand des wichtigen Berliner Unternehmens GASAG im Effekt. Und das müssen Sie sich ankreiden lassen. Und darüber würden wir gerne mal mit Ihnen reden, wie Sie sich dieses vorstellen und warum der Senat eine solche Entscheidung getroffen hat, ohne jeden Auftrag. Und da in den Konzessionsbedingungen nicht nur durch seine Beteiligung die GASAG strukturell benachteiligen will, sondern auch noch sogar der Finanzsenator sein bisheriges Credo, das immer lautete, die Rechtssicherheit bei der Vergabe ist zentral, sogar die in Frage stellt, um die GASAG benachteiligen zu können. Das halten wir nicht für richtig. Eine Zwischenfrage hatte noch der Kollege Buchholz. Lassen Sie die kurz noch zu. Ja, gern. Oder wollten Sie eine Kurzintervention? Eure Kurzintervention, bitte schön.